Dann seht ihr, was hinten passiert. Also als Partylicht würde sich das auch schon gut machen. Wir schnappen uns jetzt die Dinger und gehen zum Fernseher. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute zeige ich euch eine Lichtbar für den Fernseher. Und jetzt bin ich gerade im Partykeller, weil ich gerade das Video von dem Ventilator gedreht habe. Das kann ich euch hier nochmal verlinken. Deswegen starte ich mit dem Video jetzt eben hier. Unter dem Video kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Mach die Glocke an, dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Heute zeige ich euch, wie gesagt, diese Lichtbar. Die verlinke ich euch unter dem Video in der Infobox. Erstmal nehme ich hier die Lichtpanels raus. So sehen die aus. Sind 26,5 cm lang und 4,5 cm breit, also 26,5, 4,5. Die beiden Panels sind hier miteinander verbunden. Das Kabel ist 1,95 m lang und haben einen C-Anschluss. Hier sind ein paar Mini-Strapse dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Mini-Strapsbänder, damit ihr das schön befestigen könnt. Hier ist euer Stromkabel und messen auch das natürlich nach. 1,55 Meter plus den Stecker. Dann haben wir hier Halter für die Panels. Hier sind so Einkerbungen, wenn man die da reinstellt, dann ist das Kabel nicht im Weg. Ihr könnt die aber eben auch direkt hinten an den Fernseher montieren. Also entweder zur Wand hin, dass ihr das so zur Wand richtet, oder hinter den Fernseher befestigen. Hier habt ihr zwei Klebehalterungen, die könnt ihr dann hier dran machen. Einfach aufschieben und hinten an den Fernseher befestigen. Also könnt ihr sie entweder hinstellen, in jede beliebige Richtung, wie ihr wollt, oder hinter den Fernseher montieren. Ich drehe sie jetzt einmal zu euch, stecke den Stecker in das Modul hier. Das wird wiederum an den Strom angeschlossen, sodass ihr dann eine richtig schöne Weite habt von 1,95 Meter und 1,55 Meter plus das Teil. Wir stecken es ein. Jetzt bin ich im Dunkeln und schalte die Lampen ein. Ich drehe eine zu mir, dann seht ihr, was hinten passiert, also was quasi an der Wand passiert, und ihr seht, was nach vorne hin passiert. Ihr habt die Auswahlmöglichkeit zwischen Ton, mache ich einmal. Hallo, hallo. Also das ist dann das, wie es reagieren würde beim Fernseher. Dann habt ihr hier das noch eine weitere Funktion. Hier ist nochmal ein Knopf, da könnt ihr verschiedene Modi einstellen. Jetzt wechselt er die Farben. Ich drücke mal drauf, dann kommt das nächste. Also als Partylicht würde sich das auch schon gut machen. Ich werde es mir mal überlegen, bei einer Feier dann mit runterzunehmen. Dann kann man das so in die Ecke stellen und hat dann da auch nochmal eine schöne Ausleuchtung. Der nächste. Dann so ein roter Farbverlauf, der nach oben geht. Und hier haben wir einmal rot. Einfach rot. Einfach grün. Einfach blau. Und weiß. Also ihr könnt sowohl verschiedene Modi einstellen mit Helligkeit und Schnelligkeit und Farben. Oder eben nur eine Farbe, wenn ihr jetzt einfach einen Blauton dahinter haben wollt oder sowas. Das Wichtigste finde ich allerdings, ich gehe nochmal auf die Sprachsimulation, beziehungsweise wenn ich jetzt Musik laufen hätte, kann man das eben auch machen. Das würde ich bei der Party machen. Wir schnappen uns jetzt die Dinger und gehen zum Fernseher. Achtung, fertig, los! Ich habe jetzt die Lightpanels erstmal links und rechts vom Fernseher aufgestellt. Also ihr könnt sie einfach neben euren Schreibtisch stellen, also neben eurem Monitor, neben dem Fernseher oder sonst irgendwo, wo ihr das gerne ausgeleuchtet haben möchtet. Oder direkt hinter dem Fernseher, das zeige ich euch im zweiten Schritt. Jetzt müsst ihr euch erstmal die App
herunterladen. Happy Lightning, das ist hier oben. Die kann man jetzt nicht richtig sehen. Auf jeden Fall Happy Lightning. Da ist auch ein QR-Code dabei. Dann könnt ihr hier im Bedienfeld alles einstellen. Ihr könnt hier drücken und die Farbe wird dann im Hintergrund angepasst. Ihr könnt es auch nochmal heller und dunkler machen. Ihr könnt es auch einfach hier variieren, ganz wie ihr das haben möchtet. Wirklich die Farbe, die ihr möchtet. Hier können wir den Modus auswählen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal das laufen lassen. Ich mache es hier ein bisschen dunkler und hänge die Light Panels hinter dem Fernseher. Und Leila, du gehst da bitte weg. Achtung, fertig, los. Ich lasse jetzt im Hintergrund mein Video laufen. Aus urheberrechtlichen Gründen musste ich ein Video von mir nehmen, sonst wird mein Video gesperrt. Und ihr seht schon, das Licht flackert, wenn ich rede. Und zwar in verschiedenen Farben. Es steht hier gerade auf Modi 1. Hier oben seht ihr das, Modi 1. Ich gehe jetzt die einzelnen Modi durch und dann könnt ihr euch angucken, wie das aussieht. Die beiden Lightpanels hängen jetzt da und da hinter dem Fernseher. Ich mache das Video jetzt einmal an. So sieht das jetzt bei Modi 1 aus. Wie das hier aufgeteilt ist. Ihr wundert euch vielleicht, warum der Chef S nicht neben dem Chef steht. Für mich ist neben der Messergröße auch das Volumen der einzelnen Auffangschalen entscheidend. Deswegen stehen die Modi 2. Der Auffangbehälter des Plus hat 1500 ml. Er wechselt die Farben. Hat 1400 bis 1000 Modi 3. Aber dann ist er auch gestrichen voll. Beim Chef S sind es tatsächlich 2000 ml. In der Glasschüssel allerdings Modi 4. 100 ml, das muss man auch wissen, dass die kleiner ist. Der Fusion, der hat fantastische 2000 ml, mit dem war ich immer sehr zufrieden. Wobei ihr hier auch noch die Geschwindigkeit einstellen könnt und die Helligkeit. Ich mache jetzt mal die Geschwindigkeit auf ganz schnell. Dann seht ihr, wie das hier am Rand blinkt. Und die Helligkeit mache ich auch noch mal heller. Dann sehen wir das etwas mehr. Und die Geschwindigkeit nehme ich aber wieder runter. Modus 6. Achso, muss ich hier unten einstellen. Ich stelle hier jetzt auf Rhythmus und er richtet sich nach dem Fernseher, also nach dem Mikrofon. Das Sensorgerät dafür habe ich hier unten in die Mitte gestellt vom Fernseher, schön zentral platziert. M1, M2, M3, ja, blaues Flackern, M4, M5, auch hier würde das passen, wenn man das M6 dazu hat. Und ihr könnt euch ja vorstellen, hier bei dem Magic Cube und bei dem Plus funktioniert das nicht. Da müsstet ihr M7. Das ist nur zur Erklärung, will ich viel vorschneiden müssen oder nicht? Wenn nicht und M8. Eins von den Geräten. Hier sieht man die Farben sehr deutlich. Wir haben hier auch nochmal Plus und Minus. Können jetzt hier nochmal runterschalten. Aber es flackert schon sehr schön. Was ich für mich festgestellt habe, ich würde mir einfach eine Farbe auswählen, die ich haben möchte beim Fernsehgucken abends. Und so als schönes Backlight ist das eine tolle Geschichte. Jetzt gehe ich die einzelnen Farben nochmal durch. Türkis, Rot, Grün, Blau. Und dann können wir hier nochmal ganz variabel wirklich einstellen, wie wir das haben möchten. Genau so, wie wir das wollen. Mein Fazit dieser Light Panels, es ist natürlich kein Vergleich mit dem Original Backlight bei Fernsehern, aber ihr habt die Möglichkeit mit der App euch die Farbe so einzustellen, wie ihr wollt. Oder eben in einem verschiedenen Rhythmus, wie ich euch das gezeigt habe. Ihr könnt es zu Musik laufen lassen. Ihr könnt sagen, der soll auf das Mikrofon hier hören oder auf das Mikrofon vom Handy. Das heißt, ihr könnt hier einfach Musik laufen lassen und es würde so blinken, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es bei einer Party nutzen. Ich persönlich würde sie hinterm Fernseher nutzen und mir einfach eine Hintergrundbeleuchtung zaubern. In der Farbe, wie ich es haben möchte. Bei den Nicer Dicern vielleicht in grün
oder in Blau oder sonst wie, wie das abends so zum Auge passt, damit man dann nicht noch extra ein Licht anmachen muss. Also Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis bald, eure Sophie.